Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, die Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir den dritten Arena-Orden an uns gerissen. Und, naja, haben dann jetzt die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Muss mal kurz gucken, wo wir denn am besten hingehen. Ne, muss ich gar nicht gucken. Wir können jetzt, wenn ich mich nicht irre, den Zerschneider holen. Da müssen wir jetzt hier einmal durch und Richtung Vertania City mal wieder. Und in Vertania City, also kurz davor, haben wir dann, glaube ich, die Möglichkeit. Ehrlich gesagt, wir holen uns den Zerschneider, wir holen uns Blitz. Blitz wollen wir uns holen. Ja, so ein Blitzdings halt, weißt du? Hier fliehen wir einfach. Also das dagegen zu kämpfen ist eigentlich eher sinnfrei. Ne, deswegen, wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit, holen uns die Fähigkeit Blitz, die VM. Und ja, dann mal gucken, ob wir dann irgendwo weiterkommen. Ich glaube, wir müssen dann. Müssen wir nach Azuria City? Ich glaube ja, ne? Können wir nicht einfach. Warte mal. Wo haben wir es denn? Die Karte. Könnten wir theoretisch. Na, wenn wir hier auf der Route sind, Route 11 hier, können wir da nicht einfach dann hier so auf dem Weg nach Lavandia? Ich glaube nicht. Aber man muss zurück nach Azuria City. Da ist ja da auf der rechten Seite ja sowieso so ein Zerschneider-Dingens. Und von dort aus geht es dann weiter. Ich glaube, das ist dann sogar richtig. Dann können wir sogar beim Kraftwerk. Nein, zu Kraftwerk kommen wir nicht. Wir haben ja keinen Surfer. Außer, das ist hier aus irgendeinem Grund dann so miteinander verbunden wie damals bei Gold und Silber. Aber eigentlich kommst du halt zum Kraftwerk nur hin, wenn du mit dem Surfer dann dahin surfst. Ne? Aber mal gucken. Auch da kommen wir dann bestimmt nochmal hin. Können uns ja da nochmal Elektro-Pokémon fangen. Wahrscheinlich kriegen wir dann nur sowas wie Voltoball oder Elektroball. Bei meinem Glück. Oh, hier gibt's gleich einen 31er Dicktree. Ey, Delex, du hast ausgedient, ne? Dicktree verhindert die Flucht auswegslos. Was machen wir da? Nehmen wir mal ein Flug-Pokémon. Ach so, jetzt, wir können auch gar nicht wechseln. Ja, klasse. Ja, super. Hoffen wir auf das Beste hier. Hoffen, dass wir hier irgendwie was Tolles machen können. Ich habe ja meine Befürchtung. Sandgrab, ja gut. Ich wurde durch Sandgrab gefangen. Ist das jetzt sowas wie früher Feuerwirbel oder sowas, das über Zeit Schaden macht? Wir machen mal die Lehmschelle. Genauigkeit verringert, sehr schön. Okay, Delex hat vielleicht doch noch nicht so ganz ausgedient, aber. Ne? Das wird schon fast knapp. Aber ich nehme mal ein anderes Pokémon an der ersten Stelle. Ein bisschen hier so ein Flug-Pokémon. Wenn wir dann nochmal so gegen Dicktree kämpfen müssen, da ständig Bodenattacken einsetzen, dann haben wir dann immer noch bessere Chance. Weil, wenn er dann nämlich Schaufler oder ähnliches einsetzt, dann kann er uns nicht treffen, weil wir im Flug-Pokémon sind. Muhaha. Diabolischer Plan des Todes. So, vor so einem Dick da können wir bestimmt einfach fliehen. Ist ja gar nicht schlimm. So. Schon später. Hey, noch ein Dick da. Wer hätte es gedacht? Ist ja schön. Ich meine, wir waren ja eh schon mal in den Tunnel. Wo ich dann da hingegangen bin und dachte mir so, okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Exakt so ist es gewesen. Das habe ich mir so gedenkt. Ja. Aber nun gut. Jetzt mal raus hier. Och, wie lang ist denn der Tunnel noch? Und wie oft sollen wir denn hier noch gestört werden? Auf unserem Weg nach draußen. Finde ich nicht gut. Ganz ehrlich, ich finde das nicht gut. So, da ist die Leiter. Natürlich gibt es nochmal einen Kampf. Wenn es keinen Kampf geben würde, dann wäre es ja auch lame. So, jetzt aber raus hier. So, ich überlege auch gerade, wo kriegen wir nochmal Surfer her? Ach, Surfer können wir sowieso erst nach dem 6. Orden, meine ich, verwenden, ne? Kann das sein? Das dauert sowieso noch eine halbe Ewigkeit.
Gut. Dann schauen wir mal. Gibt's hier irgendwo was? Hier, von dir vielleicht? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisassistent. Nee, keine Ahnung. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Also, Mammut, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ich weiß nicht, zähl mal nach. Super, du hast 17 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Yay, VM05. Mit der VM Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Nun hätten wir das auch noch so gemacht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir überhaupt irgendwie... Ob wir überhaupt Pokémon haben, dass das lernen kann. Höchstens Panteria. Ja, dann machen wir das doch mal. Wie auch immer die da irgendeinen Blitz erlernen kann. Also es ist natürlich keine Elektroattacke, also halt nur, sie macht Licht. Nehmen wir mal Giftpuder raus. Wir haben ja noch die Säure, das kann auch vergiften. Mein Ziel ist es ja nach wie vor, irgendwie mit den VMs hier zu agieren. Mit Pokémon, die wir halt auch benutzen können. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Ja, zur Not hätten wir uns da auch einfach so durchgetastet. Mammut hat Äther gefunden. Yay! Was haben wir hier? Paraheiler! Yay! Noch irgendwas, was hier so rumliegt? Wo ist so eine Ecke? Hier liegt dann bestimmt irgendwo irgendwas auf dem Boden. Warte mal. Gibt ja auch später einen Detektor dafür. Ich will hier nochmal ganz kurz abtasten. So schwer kann es jetzt nicht sein. Ich weiß, hier war ich. Gut. Eine Reihe nach innen. Nur mal kurz austesten, ob hier tatsächlich irgendwo irgendwas liegt, ob mich mein Gefühl da nicht täuscht. Ich weiß es aber nicht. So, noch eine Reihe nach innen. Aber wahrscheinlich liegt hier nichts. Nee. Okay, gut. Versuch war's wert. Dann kann ich jetzt auch wieder gehen. Und... ja, dann machen wir uns auf den Weg nach Azuria City, gehen von dort aus in den Felstunnel. Und freuen uns eine Kakaobohne. Nee, keine Ahnung. Jedes Bündchen gibt ein Türchen auf von der Kakaopflanze. Mhm. Bestimmt. So, und wieder durch den Tunnel. Yay! Party! Oh, ich könnte vielleicht nochmal ein Pokémon fangen. Rechts von Orania City auf der Route. Das ist ja noch im Bereich des möglichen Fluchtunmöglich. Ja, am Arsch. Jetzt bin ich entkommen. Geht doch. Hey, ein Dickter, hey! Habe ich ja noch nie gesehen hier in diesem Ort. Also, dass sowas hier vorkommt. Wow. Das hätte ich ja niemals gedacht. In einem Dickter-Tunnel. Ein Dickter. Äußerst abwegig, aber nur gut. Ach komm schon. Das ist nur ein Dickter, da kannst du ruhig fliehen. Siehst du, sage ich doch. So, warte. Habe ich schon warte gesagt? Bestimmt noch gar nicht. So, und raus. Komm. Die Leiter kann auch nicht mehr so weit entfernt sein. Okay, vielleicht schon. Ein Dickter. Also diese Pokémon-Vielfalt hier unten. Ist ja wirklich schon so wow. Ja, also einfach nur wow. So. Dann. Weiß nicht, habe ich auf dieser Route ein Pokémon gefangen? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie etwas fange, was ich vielleicht schon getan habe. Wir haben Gumanda damals gekriegt, wir haben Hornlio gefangen, wir haben die gefangen bzw. entwickelt. Ne, ich guck das anders. Ich guck mal kurz im Computer, ob ich mir ja da schon eins zurechtgelegt hat oder sowas. Vielleicht erinnere ich mich ja, vielleicht habe ich wieder ein Taubsi gekriegt und sowas. Ich weiß gerade echt nicht, ob wir hier schon Pokémon gefangen haben. Schauen wir mal kurz.
Ablegen. Ja, machen wir Box 3. Nur ganz kurz, nur zum Gucken. Das Carpador haben wir hier gefangen. Ibitak haben wir hier irgendwann abgelegt. Theodake, wo haben wir denn den gefangen? Das war über Urania City. Das heißt, wir haben hier kein Pokémon gefangen. Haben wir hier vielleicht eins getötet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben kein Pokémon dort versucht zu fangen. Ich werde jetzt eins fangen gehen. Vorausgesetzt, ich schaffe das. Sollte ich... Ich gucke das dann nachher nochmal nach. Schon eins hier versucht gefangen zu haben, dann werde ich das halt wieder freilassen. Na, aber im Moment, ich habe echt keine Ahnung. Es ist so, als hätte Alzheimer zugeschlagen. Ein Habitat. Yay. Selbst wenn, dann lohnt es sich überhaupt nicht, dass wir das jetzt fangen. Aber, nun gut. Besser haben als nicht haben, ne? Ich sollte vielleicht nicht mit einem Käfer-Pokémon dagegen kämpfen. Hat seine Vorteile, durchaus. So. Dann machen wir mal einen Tackle. Soll ja nicht so hart sein. Okay, so viel dazu. Wir können hier kein Pokémon fangen. Der Versuch war kläglich und gescheitert. Da hätte sich das auch gegessen, dann brauchen wir ja gar kein Pokémon mehr fangen. Weil wir dürfen ja, wenn überhaupt, nur das erste fangen, das uns auf der Route begegnet, was nicht von Trainerkampf ist. Was ist mit dir? Oh, hallo Mamo, wie geht es dir? Ich war vorhin drüben noch da bei Vitalia City und bin ich hierher gerichtet. Ich bin jetzt einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hatte ein Paket von Professor Eich für dich, Mammut. Er sagte, er sucht dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Ich war da gerade, du Depp, aber danke. So. So viel dazu. Dann kann ich ja jetzt irgendwie zurück nach Azuria City. Wo wir jetzt reinkommen wieder, weil wir haben ja den Zerschneider. Und... ja, dann mal gucken, ne? Ob wir heute noch den Felstunnel erreichen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob wir das erreichen werden. So, aber wir können auf jeden Fall noch mal ganz kurz ins Pokémon Center gehen, nur um uns zu heilen. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. So, Hallöchen, ja, du heilst meine Pokémon, der ist ja ganz toll, aber mach mal hin. Ganz ehrlich, mach mal hin. Wir haben nicht so viel Zeit. So. Dann gehen wir hier wieder mal außen rum, damit wir dann rechts da hinkommen, wo wir auch gegen Team Rocket hier gekämpft haben, beim Polizisten hier. Immer noch alles unaufgeräumt, da hinten eine Wand durchgeschlagen hier. Mit der bloßen Handkante, man kennt es aus Minecraft. Und hier können wir dann jetzt endlich weiter. Yay! Pateria ist einfach eine Alleskönnerin. So, und hier eine Pfadfinderin. Der Pfadfinderin hat wahrscheinlich sowas wie ein Nidoran oder sowas wieder dabei. Du trägst Pokémon bei dir? Lass uns kämpfen! Ja, unbedingt! Lass uns beste Freundinnen werden! Nach dem Bitchfight! Ah, okay. Sie hat Miraplan. Wir könnten jetzt irgendwelche Flugattacken einsetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Hier, Kekssektor, mach mal. Du kannst es gut, habe ich gehört. Oh, wie ich das hasse. Also keine anderen Hobbys? Nein? Immer die Schlafpulver. Oder generell Vergiften und Paralyse. Diese Statuseffekte einfach nur. Wo du dann denkst so, nee. Wir schlafen immer noch, natürlich. Wir sind so eine Schnarchnase. Also Kekssektor, du bist so eine Schnarchnase. Ich auch, aber du erst recht. Jetzt komm schon. Wach auf. So, endlich. Jetzt mach's tot hier. Ja, das ist sehr effektiv. Wer hätte das nur gedacht?
So, und nochmal. Komm. Yay. Das ist sehr effektiv. So, und als nächstes haben wir Knofenser. Oh, machen wir dasselbe nochmal, ne? Das funktionierte relativ super. Das war ziemlich sehr effektiv. Hat jetzt nochmal Myraplau und Knofenser oder was? Ja. Manchmal sind die Trainer so berechenbar. Na gut, was heißt manchmal? Fast immer. Ah, Stachelspore sitzt ein, ist okay. Damit komme ich eher klar, als wenn sie mich hier in Schlaf pudert. Schon mal jemand in Schlaf gepudert? Nein? Dann schminkst du wohl nicht oft andere Leute, ne? Ich auch nicht. Aber es geht bestimmt jemanden in Schlaf pudern. Solange mit dem Puderpinsel draufhauen, bis er eingeschlafen ist. Nicht ausgenockt, sondern eingeschlafen. Mhm. Wickel mit dem Volltreffer, Alter. Das ist so diabolisch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So, komm. Einmal noch. Du kannst es schaffen, Cake Sektor. Irgendwer glaubt bestimmt an dich. Ich jetzt gerade nicht, ne? Aber irgendwer bestimmt. Weiß gar nicht, steht hier noch vor dem Felstunnel immer noch das Pokémon Center? Ich weiß, das war in Gold und Silber. Ob das hier jetzt auch ist? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe. Weil sonst haben wir wahrscheinlich schlechte Karten. Kann man diese Berge und so was, weißt du, die eine kleine Herausforderung darstellen. Oh, da liegt ein Item. Mammut findet Eroas. Was ist denn Eroas? Achso, das ist eine TM. Oh nein, ein Wanderer. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. So, was hast du denn Schönes dabei? Ein Macholo. Ja, das kannst du auch gerne haben. Das Macholo. Da holen wir Keksektor nochmal raus. Können auch Megalink einsetzen. Aber nö. Karateschlag. Und Geowurf. Oh oh. Oh oh. Gerade so überlebt. Das ist sehr effektiv. Wir setzen mal Megalink ein. Ich glaube, der hat einen besseren Flügelschlag. Macholo zurückgerufen. Was soll denn der Scheiß? Ja, jetzt kommt er mit seinem Scheiß Onyx an. Ja, dann, weißt du was? Dann mache ich mal eben hier, hol ich Delex raus. Ja, den Mann mit dem D. Der wird das schon reißen, habe ich gehört. So, komm, mach mal den Schaufler. Entwinde dich aus seinem Wickel. Töte ihn. Yay! Oh. Fast ganz getötet. Ich weiß, fast macht immer noch einen großen Unterschied, aber trotzdem. Fast ganz getötet, ja. So viel zum Steinwurf. Aber es hat tot. Sehr schön. Hat er nur so ein angeschlagenes Macholo. Und da holen wir dann wieder Amegalink raus. Und Amegalink muss die Sache jetzt rumreißen. Irgendwie. So, komm, mach mal einen Flügelschlag hier, das kannst du gut. Bams. Das ist sehr effektiv. Ja, ja, komm, komm, komm. Ist gut. Du hast kein einsetzbares Pokémon mehr. Du bist einfach nur scheiße, bist du. So. Haben wir da einen Pfadfinder? Ich glaube, den mache ich noch, bevor ich dann hier die Aufnahmepause wieder mache. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Sicher? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben viele Kekse gegessen. Das sind meine Pokémon. Oh, ein Fikuano.
Obwohl, das ist ja eigentlich nicht so ein Problem. Okay, jetzt verringert nur den Angriff. Wir setzen Delex ein. Beste, was wir hier machen können gegen Feuer-Pokémon. Deine Glut ist nutzlos gegen mich. Warum nutzt du nicht Lebensstelle? Weil ich Schaufler viel cooler finde. Ich weiß nicht, was stärker ist, müsste ich dann halt in Stats nachgucken, aber ich bin der Meinung, behaupte ich meinen jugendlichen Leichtsinn, dass Schaufler besser ist. Auch wenn es über zwei Runden dauert. Aber man weiß ja nie. Wir können jetzt hier auch nochmal Lebensstelle einsetzen, damit diejenigen zufrieden sind, die meinen. Die sind mit Schaufler wäre tot. Aber sowas von. Oh, und eine Metallklaue. Volltreffer, aber nicht effektiv. Ich war mir nicht sicher, ob Stahl effektiv ist gegen Boden. Ich meine, Stahl ist nur effektiv gegen Stein. Und halt gegen diverse andere. Aber ich meine nicht gegen Boden. Also genau weiß ich das auch schon gar nicht mehr. So. Mein noch den. Dann nehmen wir nochmal schnell hier Amiga Link auf Platz 1. Und dann soll er hier mit Flügelschlag seine sämtlichen Käfer hier ausrotten. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihrem Kokon zu pflegen. Ja, du murmelst dich auch jeden Abend in einen Kokon ein, ne? Hat er schon ein fettes Vibor? Boah, ist das fett, Mann. Es geht auch fett zu Boden. Also ziemlich. Das war's mit seinem Vibor. Bams, level up. Und er hat er wahrscheinlich noch Smetbo, ne? Ne, noch ein Vibor. Oh. Ist jemand ein Bienenfreund, ja? Ein Imker. Ich weiß auch nicht. Das ist sehr effektiv. So. Ich würde sagen, das war's dann jetzt auch schon. Von der heutigen Folge. Und ja, beim nächsten Mal können wir dann hier tatsächlich mal ein Pokémon fangen, auf jeden Fall. Also außer wir machen es wieder tot, dann ist es schlecht. Aber so an sich steht dem erstmal nichts im Wege. Hier könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wem von euch soll ich ihm einen Namen geben und Gedöns. Und ich weiß ja auch nicht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn jetzt diese Folge jetzt irgendwie nicht so mega viel passiert ist, weil wir sind viel im Kreis gerannt, habe ich so das Gefühl. Aber wir haben die Fähigkeit Blitz. Ne? Und deswegen, wir sehen uns in der nächsten Woche zurück zu Pokémon Feuerrot, die Nuzlocke Challenge. Bis dahin, viel Spaß danach. Tschüss.